Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank unseren Mitgliedern der Sächsischen Union, den vielen Freunden und Unterstützern. Dieses Jahr war in ganz besonderer Weise fordernd. Mit diesem furchtbaren Krieg in der Ukraine, mit der Frage, wie Deutschland mit dieser Situation umgeht. Wir haben viel miteinander diskutieren müssen. Wir haben uns gemeinsam in Sachsen auf den Weg gemacht, mit der Bevölkerung, mit der Gesellschaft, mit den Unternehmen. Und es sind uns wirklich substanzielle Änderungen in der Bundespolitik gelungen. Auch im kommenden Jahr müssen wir genau den Finger in die Wunde legen. Wovon soll dieses Land in den kommenden Jahrzehnten leben? Und was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir diesen Wohlstand halten können? Wie schaffen wir es, dass die Wirtschaft wächst? Dafür brauchen wir eine vernünftige Energiepolitik und wir werden als Sachsen uns in diese Diskussion mit einbringen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute im Kreise Ihrer Familie und lassen Sie uns im kommenden Jahr mit gleicher Kraft und mit gleicher Leidenschaft wieder an die Arbeit gehen. Alles Gute, Glück auf!